Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte das Buch, welches ich euch heute vorstellen möchte, bereits in einem Tag hochgehalten, weil es sehr, sehr gut auf eine Frage gepasst hat. Und heute möchte ich euch gerne dieses Buch noch genauer vorstellen. Ich habe das Buch von dem Autoren zur Verfügung gestellt bekommen, denn dieser hatte mich gefragt, ob ich gerne das Buch lesen wollen würde und es dann natürlich auch anschließend auf meinem Kanal vorstellen möchte. Und da das Buch sehr, sehr spannend klang, beziehungsweise sehr interessant klang, dachte ich mir, klar, warum nicht? Ich schaue mal in das Buch sehr gerne rein und wenn es mir gefällt, dann stelle ich euch es natürlich sehr, sehr gerne vor. Ich möchte heute euch das Buch Die Mäuse und der Übermut von dem Autoren Hebheisen vorstellen. Das Buch hat insgesamt 246 Seiten und ist Anfang März diesen Jahres veröffentlicht worden. Also ist noch gar nicht so lange auf dem Buchmarkt. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch erstmal ganz recht herzlich bedanken bei dem Autoren, dass er mir dieses Buch zur Verfügung gestellt hat und ich bin sehr dankbar, dass ich es lesen durfte. In dieser Geschichte verfolgen wir eine Gruppe von jungen Menschen, die ja in der Unterschicht lebt, beziehungsweise oder am Ende der Mittelschicht. So genau kann ich das gar nicht sagen, so genau möchte ich mich gar nicht festlegen, weil ja sie alle doch irgendwo eine Arbeit haben und ja versuchen ihr Leben zu gestalten, aber sie sind natürlich definitiv nicht Oberschicht. Und genau diese Oberschicht unterdrückt die Mittelschicht bzw. die Unterschicht und ja, verknappt deren Wohnraum. Der Wohnraum wird immer teurer, man kann ihn sich kaum noch leisten. Und ich habe so rausgelesen, dass viele tatsächlich fast nur noch für den Wohnraum arbeiten gehen, wenn sie denn eine Arbeit haben. Des Weiteren ist die Arbeit in dieser Stadt, in der wir uns befinden, ja sehr, sehr knapp, beziehungsweise wird schlecht bezahlt, aber auch das Leben an sich ist sehr, sehr teuer. Neben der Verknappung des Wohnraumes wird auch das Wasser abgestellt, beziehungsweise man hat nur noch einen Tag in der Woche für sich Wasser und die restlichen Tage muss man halt in die umliegenden Bäderhäuser gehen, um sich zu waschen und ja, Wasser einfach zur Verfügung haben. Und natürlich sind die Bäderhäuser dann entsprechend nicht ja, kostenlos, sondern auch sehr, sehr teuer, so dass man sich als Unterschicht und Mittelschicht überlegen muss, ob man überhaupt sich dieses Badehaus leisten kann. Und genau in dieser Situation befinden sich natürlich auch die jungen Menschen bzw. die Gruppe von Menschen, die wir hier begleiten. Und sie versuchen auf ihre Art genau gegen diese Oberschicht, gegen die Reichen, sage ich mal, sich zu wehren und ihren Weg zu finden, genau aus dieser Misere zu kommen. Die Geschichte wird aus der Sicht eines Mitgliedes dieser Gruppe erzählt. Also wir haben hier einen Ich-Erzähler, der uns die Erlebnisse, die diese Gruppe erlebt, schildert und wir bekommen auch keine andere Schicht. Ich finde, das wird die Geschichte tatsächlich sehr, sehr gelungen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ein stiller Begleiter dieses Ich-Erzählers bin. Dass ich ihn verfolge auf Schritt und Tritt, so ein bisschen auch der Hund des Protagonisten bin oder des Ich-Erzählers bin. Was ich ziemlich gut gelungen finde und für die Geschichte auch sehr, sehr passend fand. Weil ich fand, man braucht nicht so tatsächlich die Stimme für einen selbst, dass man hier einschreiten müsste von den Gedanken, also von dem, was passiert oder man braucht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich einschreiten müsste oder meine Meinung zutun müsste. Es war genau richtig, dass man so ein stiller Begleiter ist des Ich-Erzählers und da fand ich den Gedanken sehr nett oder sehr passend, dass man einfach ein Stück weit auch in die Rolle des Hundes sich ja, befindet und alles miterlebt und alles miterleben darf. Die Geschichte ist sehr langsam erzählt, möchte ich meinen. Also sie hat schon seine Spannungsmomente, ganz klar, und auf manchen Punkten steuert auch die Geschichte unglaublich zu und man merkt das auch, dass sie auf einen bestimmten Punkt hinarbeitet. Aber nichtsdestotrotz ist die Geschichte sehr langsam erzählt, sehr ruhig erzählt, ohne viel Drama, sage ich mal, ohne dass der Drama natürlich nicht fehlt, wenn man das irgendwie versteht, was ich meine.
weil anders kann ich es gar nicht bezeichnen, weil es ist schon ein bisschen Drama dabei und es gibt auch das ein oder andere, wo man vielleicht ein Stück weit auch aufatmet bzw. die Luft anhält, aber nichtsdestotrotz ist sie total ruhig erzählt. Sie, ja, es ist wie so ein seichter Fluss im positiven Sinne, der vor sich hinfließt und man einfach der Geschichte folgt und in die Geschichte hineinkleidet, was ich unglaublich positiv fand, was ich gut für die Geschichte fand und was ich auch für den Erzählstil richtig gut fand. Allerdings muss ich sagen, dass, auch wenn ich das sehr, sehr positiv fand, dass ich trotzdem meine Schwierigkeit hatte, denn ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch, also hundertprozentig bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es der Grund ist, aber ich glaube, also eine andere Erklärung habe ich einfach nicht, aber dadurch hatte ich das Problem, dass ich sehr, sehr langsam für die Seiten gebraucht habe. Ich habe das Gefühl, ich habe für 10 Seiten eine Stunde gebraucht zu lesen und das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, außer die Seiten werden natürlich größer, aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass ich so lange gebraucht habe für eine Seite oder beziehungsweise für 10 Seiten. Beziehungsweise haben wir tatsächlich auch, wenn ich 10 Seiten gelesen habe, mir dann auch die 10 Seiten gereicht, weil ich fand, dass aufgrund dieser Langsamkeit auch die Dichte des Erzählens sehr, sehr groß war. Sicherlich war die eine oder andere Stelle dabei, wo nicht wahnsinnig viel passiert ist, aber man hat man hat richtig gefühlt, wie die Lage ist, in welchen die jungen Menschen sind und wie sich das anfühlt, diese Beklommenheit und ja, diese Negativität und dass man ein Stück weit vielleicht auch keinen Ausweg findet und dass man erst einen Ausweg finden muss und dass ja, viele die Situation gerne ändern wollen würden, aber eben auch vieles, ja, eben sehr, sehr schwer ist. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich wirklich sehr lange gebraucht habe für 10 Seiten, weil einfach die Atmosphäre sehr dicht war, sehr beklemmend war. Und was eigentlich nur für das Buch spricht, vielleicht war es für mich auch einfach in dem Moment das falsche Buch, um es zu lesen, aber nichtsdestotrotz fand ich trotzdem die Atmosphäre sehr, sehr gut gelungen und ich fand auch dieses Melancholische sehr, sehr gut. Die Protagonisten im Buch selbst waren mir alle eigentlich sehr sympathisch und ich konnte mir auch alle sehr, sehr gut vorstellen. Also sie waren für mich sehr gut gezeichnet, sie waren für mich sehr lebhaft und ich hatte immer ein Bild vor Augen, wenn ich von der Protagonistin erzählt bekommen habe, vom Ich-Erzähler. Der Einzige, der mir ein bisschen blass selbst vorgekommen ist, ist der Ich-Erzähler. Das liegt vermutlich, also für mich lag es ein Stück weit auch an der Erzählform, einfach weil er uns ja die Geschichte erzählt hat und klar, er hat uns seine Gedanken erzählt und auch mit seinen Gedanken bin ich ihm sehr nahe gekommen, aber so von der Zeichnung des Protagonisten selbst ist er mir tatsächlich sehr, sehr blass geblieben. Was ich aber gar nicht schlimm fand, weil das hat auch so ein bisschen den Effekt gehabt, dass man einfach als ihn oder mit seinen Augen einfach das Geschehene sieht, ein Stück weit. Also das ist so eine Mischung aus, man sieht durch seine Augen und zum Teil ist man auch einfach Mitläufer neben ihm. So habe ich es jedenfalls empfunden und ich fand das eigentlich eine ganz gute Mischung. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die anderen Protagonisten sehr. Klar, man kann nicht mit jedem. Das ist auch im normalen Leben so. Und ich fand die Mischung eigentlich wirklich sehr, sehr gut und mir hat auch die Mischung an Protagonisten sehr, sehr gut gefallen. Und auch, dass es die Gruppe tatsächlich nicht so viel Einflüsse von außen hatten. Also wir verfolgen wirklich nur diese Gruppe dieser jungen Menschen und viel außerhalb passiert eigentlich gar nichts. Klar, wir haben mal eine Person, die vielleicht noch dazukommt oder auch mal Personen, die ja so eine Randfigur haben, aber tatsächlich konzentriert sich der Autor hier nur auf die Personen, auf die Gruppe junger Menschen, was ich auch sehr gut empfunden habe. Was mich am Ende sehr zufriedengestellt hat, war tatsächlich das Ende. Und ich habe ja gesagt in meinem Buch Suchttag, als ich die Fragen beantwortet hatte und das Buch bereits in die Kamera gehalten habe, dass ich nur noch 20 Seiten zu lesen habe oder das waren am Ende doch 30 Seiten, die ich noch zu lesen habe und ich mich sehr schwer tue, zu diesem Buch zu greifen, weil es einfach so dicht war für mich und ich so lange gebraucht habe. Und ich muss sagen, dass das Ende
tatsächlich diese Hürde oder diesen Stein, der da auf dem Weg lag, echt genommen hat. Das Ende hat mich so zufriedenstellend aus diesem Buch geklitten, dass ich sagen muss oder mich gefragt habe, warum habe ich denn die ganzen 200 Seiten oder 220 Seiten mich so schwer getan und so lange zum Lesen gebraucht, weil das Ende war für mich wirklich richtig stimmig und hat für mich absolut gepasst zu diesem Buch. Der Schreibstil des Autoren hat mir im Wesentlichen eigentlich ganz gut gefallen. Man muss aber dazu sagen, dass hier doch noch die ein oder andere Stolperfalle drin ist oder manche Sätze noch nicht ganz zu 100% ausgeklügelt ist und man doch noch das ein oder andere Mal sich mit Sätzen, ja, vielleicht abmüht, ist vielleicht zu stark das Wort, aber manche Sätze hindern einen tatsächlich nochmal flüssig zu lesen. Was ich persönlich finde, dass das gar nicht so schlimm ist oder beziehungsweise ich drüber hinwegsehen kann, einfach weil es sich ja um einen Debütroman handelt und ich glaube, dass manche Sätze vielleicht mit der Erfahrung auch so nicht geschrieben worden wären. Und das sollte man vielleicht meiner Meinung nach auch nochmal zu dem Buch wissen, wenn man gerne nach diesem Buch greifen möchte. Was mir aber neben der Geschichte und dem Schreibstil und dem Protagonisten ebenfalls noch sehr, sehr gut gefallen hat, war einfach die Gesellschaftskritik, die hier drin steckt. Und mit welchen Gedankengängen sich der Autor hier befasst und wie er diese Gedankengänge einfach in diese Geschichte packt. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, das macht auch die Geschichte so lesenswert, auch wenn ich natürlich sage, okay, ich habe halt sehr lange dafür gebraucht und der Schreibstil ist vielleicht noch das eine oder andere Mal sehr holprig. Aber ich glaube, wenn der Autor seine Gesellschaftskritik in solche Geschichten packt wie diesen und vielleicht das eine oder andere Mal noch an seinen Schreibstil arbeitet, aber ich denke, das wird er sicher tun, und die Atmosphäre beibehält, dann ist es definitiv ein Autor, den man weiter verfolgen kann und ich hoffe, dass er ja weiter Erfolg hat mit seinen Büchern und sein Buch definitiv noch bekannter wird und ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, weil die Geschichte ist es definitiv wert, gelesen zu werden. Ich hoffe, dass ich euch dieses Buch näher bringen konnte und ich euch ein Stück weit auch neugierig auf dieses Buch machen konnte und ihr vielleicht so den Autoren auch ein Stück weit noch unterstützen möchtet. Denn der Autor kommt wie ich aus derselben Stadt, was ihn natürlich noch ein ganz kleines bisschen sympathischer macht und ich gerne euch deswegen auch nochmal dieses Buch vorstellen wollte. Ja, wie gesagt, ich kann euch dieses Buch empfehlen, wenn ihr über die Kritikpunkte hinwegsehen könnt. Es kann natürlich auch sein, dass ihr überhaupt nicht so gehemmt seid wie ich und dass es vielleicht bloß ein Phänomen bei mir war, weil es nicht die 100% perfekte Zeit gewesen war für dieses Buch. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch dieses Buch empfehlen. Schaut es euch gerne mal an, ob die Geschichte euch reizen würde und ob sie euch neugierig macht. Und falls ihr das Buch schon gelesen habt und euch auch ebenfalls schon eine Meinung bilden konntet, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie eure Meinung dazu ist. Würde mich natürlich sehr freuen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr unter dem Video mal schreiben würdet, ob ich euch zu diesem Buch, ob ich euch dieses Buch näher bringen konnte, ob ich euch neugierig machen konnte. Und das würde mich natürlich auch ebenfalls interessieren. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Schöne Lesestunden. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.